Servus Freunde, hier ist mal wieder nach, Marc sagt, 1000 Jahren Abstinenz, nicht ganz so lange her, der Kevin, mit Secret Lairs, die Signets von Dan Frazier. In der neuen Box, Marc hat gesagt, ich soll drüber reden, die wäre wohl toll, die kann was. Wir machen die jetzt erstmal auf, weil ich weiß ja nicht, was ich kann. Es ist auf alle Fälle, glaube ich, weniger Verpackung. Thank you, ja, gar kein Problem, immer wieder gerne. Take my money. Ja. Oh, oh, es rückt schon raus. Hier ist nichts drin. Schick. Mach mal so. Oh, puh. Doch, gefällt mir. Kann man sich gefallen lassen. Aber ist das jetzt weniger Verpackung oder ist das nur irgendwie. Also, es ist schon, das zählt jetzt nicht dazu. Es ist schon eine Menge Müll, der hier so rum. Das, da, da, so. Ja, so. Und jetzt gucken wir mal. Ah, oh. Was ist das? Das ist die Bonuskarte. Ich habe schon drauf gelurrt. Ich verrate euch aber noch nicht. Ja, aber irgendwas muss man ja kaputt machen. Hier ist nichts mehr drin. Gut, fangen wir mit den Signets an. Es sind die Elite Signets. Die freundlichen, die miteinander cool sind. Das kann man auch hier hinten an den Kartenrücken farben. Da sieht man die nebeneinander liegenden. Das sind die Befreundeten. Und die anderen sind die Unbefreundeten, sage ich jetzt mal so. Das Azurius Signet. Muss ich nicht viel zu sagen, was die machen. Zahlt man 2 kostet das Artefakt. 1 bezahlt man und dann machen die Farben, die draufstehen. In dem Fall ist es hier weiß und blau. So, Dimi Signet macht den gleichen Spaß um uns hin. Für blau und schwarz. Das brauche ich tatsächlich. Fürs Commander Deck. Das Cool Signet. Schwarz sei schon. Rot und grün. Rakdos. Kennt man auch. Schwarz und rot. Und Celestia ist. Weiß und grün. Sehr schön. Gefallen mir ganz gut, die Signet, muss ich wirklich sagen. Das Dimi gefällt mir sehr gut. Finde ich auch okay, dass ich das brauche. Ist halt jetzt leider nur eine Karte, weil es wäre schöner, wenn die Signets, die ich benötige, alle in einer Box gewesen wären. Hier sind dann sogar 4, die ich nicht brauche, aber ich konnte sie euch mal zeigen. Und der Marc freut sich. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Eine Kane Signet. Okay, das war bestimmt auch wieder bekannt und ich war wieder so gut informiert wie, weiß ich nicht, wie mein Hund Fahrrad fahren kann. Aber naja, also dann ist in dem anderen auch eine Kane Signet und mal ganz, ist es gar nicht mehr so spannend. Aber ich habe schon ein Secret Lair Kane Signet. Ich denke, ich werde aber, oh, Wizard, nehme ich das jetzt? Fragen über Fragen. Schreibt jetzt in die Kommentare, ob ich das Kane Signet jetzt hier von passend zu meinen anderen Signets würde. Vom Schönheits, vom, ich finde das Wort nicht, was ich suche. Würde das, glaube ich, besser passen, wie das andere. Ästhetik, die Regie, gerade aufs Ohr, das Wort war Ästhetik, das ich gesucht habe. Hier kann man auch ein bisschen besser lesen. Wieder ein Dankeschön, dass ich mein Geld an Sie gesendet habe, nur anders formuliert. Dann gucken wir hier mal rein. System habe ich verstanden, wie man sie öffnet. Geht einfach easy von der Hand. Dann ist hier wieder ein, nein, what? Ein Eldrazi-Monument? Ja, weißt du, wenn man wieder von was ausgeht und dann ist es doch ganz cool. Habe ich voll die Überraschung vorne weggenommen. Zum Glück war es in der Mitte des Videos und nicht der Opener. Okay, jetzt weiß ich auch, wie man an diese Secret-Leerkarten kommt. Ich setze mich ja damit gar nicht auseinander. Ich gucke nur immer so Spoiler, wie sehen die Karten aus, cool. Bestelle ich mir und dann habe ich gesehen, dass es die Lightning Greaves auch so in diesem Artwork gibt. Habe dann geguckt, ob man die in einem Secret Lair kaufen kann und dann gesehen, dass die auf MKM ein Heidengeld kosten. Denke mir so, Arschlöcher, habe ich das verpasst? Nicht. Aber nein, so kriegt man die Dinger und bin ich auch wieder schlauer geworden. Jetzt schimpfen sie alle meinen Hund, der hier reingetapst kriegt, damit ihr sein Getipsel nicht im Ton habt. Finde ich nicht okay. Ah, Marc streichelt ihn. Das finde ich wiederum okay. So, jetzt kommen die Enemy Signets. Davon brauche ich 2. Das ist das.
bin echt so schlecht in dieser ganzen Farbgeschichte und so. Simic ist auf alle Fälle, aber wir fangen mit dem Boros an. Das Boros Signet. Okay, so ein bisschen einfacher gehalten. Ja, auch ganz schön. Da ist das erste, was ich auch brauche. Das Golgari Signet finde ich richtig cool mit diesem Hirschkäfer, der dieses schwarze Medaillon holt, oben festhält. Auch ein grüner Käfer, schwarzer Stein. Doch, das gefällt mir gut. Izzet ist auch so eine Farbkombi, die mich gar nicht turnt, so blau und rot. Muss man glaube ich, einfach mögen. Bin ja so der Bug-Freund jetzt zumindest im Commander. Im Legacy Maverick. Immer. Also Signet ist das Weiße und das Schwarze. Fällt mir auch ganz cool. Aber auch nichts, was ich im Commander spiele. Und das ist eins, was ich auch brauche. Das ist ein Simic Signet. Das gefällt mir tatsächlich von den dreien noch am wenigsten. Muss ich ja doch sagen. So, dann haben wir drei und das Cane Signet habe ich auch dabei. Zum Glück nur eins gezogen und hier so ein Eldrazi-Monument. Sieht aber nicht danach aus, weil gibt kein Preisausschreiben hier für Freunde. Vielleicht, weil aktuell gab es ja auch noch die Pretoren. Und wenn man schon Signets bestellt und Commander ein Bug-Reanimated-Deck spielt, dann braucht man auch dieses hier. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ciao, ciao.